Ja, hallo liebe Filmfreunde, herzlich willkommen in Stanleys Filmzimmer. Heute mal wieder mit einem klassischen Unboxing und zwar die Serie Babylon 5 in der mittlerweile sehr seltenen Superbox bzw. im Metallcase. Das Ganze gab es dann als Zweitauflage auch in einer Pappschachtel. Man sieht das oben rechts, habe ich kurz eingeblendet. Ich habe, wie gesagt, die alte Version in der Metallbox, die mittlerweile auch schon zu unrealistischen Preisen von bis zu 300 Euro gehandelt wird. Naja, vielleicht zahlt das ja jemand, schön wär's. Das Ganze ist eine dünne Blechbox, nenne ich jetzt einfach mal. Mit Lasergravur auf allen Seiten. Das Ding wiegt auch einiges. Enthalten sind neben einigen Extras Staffel 1 bis 5 und alle TV-Spielfilme. Diese DVD erschien ein paar Jahre später, die gehört nicht in die Box. Die habe ich mir da reingepackt, damit alles komplett ist. Ja, wir haben hier ein großes Poster, das ist noch original, das mache ich jetzt auch nicht extra auf. Wir haben eine Baseballmütze mit Babylon 5 Logo. Naja, gut. Gab schon schlimmere Extras. Hier haben wir die ganzen Staffeln in einheitlichen Schubern. Ich mache jetzt mal stellvertretend hier die Moviebox auf, um zu demonstrieren, wie die DVDs befestigt sind in diesen Hüllen. Das sind ja diese Digi-Stacks oder wie man das Ganze nennt. Also klappbare Plastikhalterung. Schön übersichtlich das Ganze. Wie gesagt, einheitlich gehalten die ganzen Verpackungen. Das ergibt dann hier schön das Babylon 5 Motiv. Und natürlich gibt es bei so einer schönen Box noch auch einen großen Episodenführer. Wobei das Ganze hier eher eine Mischung aus Episodenführer und ich sag's jetzt mal im kleinen Bildband ist. Weiter hinten sind hier Szenenbilder aus der Serie enthalten, während weiter vorne hier schön übersichtlich die kompletten Episoden zu finden sind, inklusive Inhaltsangabe und sogar jeweils den 5-Kapitelsprüngen innerhalb jeder Episode. Damit man auch direkt weiß, wo man hinspringt, finde ich ein super Service. Ja, die Serie an sich, ein Hit der 90er. Ich habe ein paar Anläufe gebraucht, bis ich damit warm geworden bin. Dann hatte ich sie aber auch direkt 2 oder 3 Mal komplett gesehen, die Serie. Wenn man die erste Staffel geschafft hat, finde ich, wird das eine super Serie und wird von Staffel zu Staffel immer besser. Gerade Staffel 2, 3, 4 sind die Highlights, bevor es dann in 5 nochmal ein bisschen abschwächt, weil die halt einfach noch dazu gedreht wurde. Gab ja früher immer diesen Science-Fiction-Krieg, Star Trek gegen Babylon 5. Ja, hier haben wir nochmal die Rückseite der Box. Sieht man nochmal alles schön übersichtlich, was enthalten ist. Also ich kann die Serie wirklich jedem empfehlen. Wie gesagt, die erste Staffel ist ein bisschen langatmig, schwierig, wie auch immer, weil es meistens abgeschlossene Episoden sind und ab Staffel 2 geht es dann richtig ab mit rotem Faden und allem und es wird von Staffel zu Staffel besser. Also wer die Serie noch nicht kennen sollte, schaut auf jeden Fall mal rein. Das soll es von mir gewesen sein mit meinem klassischen Unboxing zur Babylon 5 Superbox. Falls euch das Unboxing gefallen hat oder ihr die Serie kennt, gebt mir einen Daumen nach oben und wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschö!